Über 5 Monate haben die Stahlarbeiter in Rheinhausen gekämpft, um den Industriestandort Rheinhausen zu erhalten. Das zumindest scheint ihnen gelungen zu sein, aber an Hochöfen und Walzstraßen werden sie in spätestens 2,5 Jahren nicht mehr stehen. Die Stahlproduktion in Rheinhausen wird eingestellt. Und was danach kommt, muss erst noch gefunden werden. Ein Kompromiss ist zustande gekommen. Besser als der ursprüngliche Plan des Kruppstahlvorstands, schlechter aber, erheblich schlechter, als die Lösung, die der Betriebsrat vorgeschlagen hatte. Das Beste immerhin, so sehen es die Verhandlungspartner, was unter den gegebenen Umständen zu erreichen war. Offen ist, wie die Belegschaft von Rheinhausen zu der Vereinbarung steht, die zwischen Vorstand und Betriebsrat unter Vermittlung von Ministerpräsident Johannes Rau zustande gekommen ist. Aus der Abstimmung heute Nachmittag ist nichts geworden. Man will erst einmal diskutieren. Aus Rheinhausen Hans-Georg Kellner und Karl-Peter Schickenatz. Rheinhausen heute Mittag. Am Tor 1, wo noch tags zuvor die Mahnwache stand, haben die Stahlarbeiter ein Kreuz errichtet. Dass ihr mehr als 5-monatiger Kampf den Standort nicht hat retten können, das haben sie am Morgen aus der Zeitung erfahren. Der Kampfeswille scheint gebrochen. Lähmende Resignation hat sich breit gemacht. Auch die Barrikaden, mit denen zeitweilig der Zugang zum Werk gesperrt worden war, sind schon beiseite geräumt. Zur gleichen Zeit in Düsseldorf. Auf einer Pressekonferenz stellen der Vermittler Johannes Rau, Vertreter von Krupp und Mannesmann, Betriebsrat und IG Metall ihr Einigungspapier vor. Eine gemeinsame Muttergesellschaft Krupp-Mannesmann wird gegründet. Diese garantiert keine Entlassungen, Schaffung von 1500 Ersatzarbeitsplätzen. Außerdem wird die Schließung des Werks zeitlich gestreckt. Doch Ende 1990 wird wohl Schluss sein. Wenn ich mir das Ergebnis ansehe und wenn ich das Ergebnis bewerte, dann ist es wegen der Verlängerung der Zeitachse, aber vor allem auch wegen der Zusage zusätzlicher neuer Arbeitsplätze, ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht für diese Region. Die Auseinandersetzungen können damit beendet werden. Der soziale Friede kann wieder eintreten. Die Stahlarbeiter sehen das Ergebnis nicht als Erfolg. Am Nachmittag bei einer Betriebsversammlung in der Rheinhausener Sporthalle war die Stimmung gereizt. Kritik gab es an den Politikern, vor allem aber an der IG Metall, von der man sich im Kampf alleingelassen fühlt. Viele Stahlarbeiter verließen die Versammlung schon vorzeitig. Und Scheiß haben wir vor Wochen schon gehört, das kennen wir auswendig. Das bringt auch nichts ein, wenn wir mal jetzt noch weiterhin diskutieren mit denen. Ja? Das bringt auch nichts ein. Für den Scheiß haben wir so lange geblutet. Auf einer Pressekonferenz zog dann der Betriebsrat Bilanz, nachdem es zur allgemeinen Überraschung auf der Belegschaftsversammlung nicht zu einer Abstimmung über den Kompromiss gekommen war. Bis Ende dieser Woche will man noch weiter diskutieren. Doch die Erklärung des Betriebsrats, sie klang schon fast wie ein Nachruf auf Rheinhausen. Die Belegschaft hat bewundernswert, standhaft, diszipliniert und geschlossen gekämpft. Sie hat alles gegeben, was sie zu geben in der Lage war. Ihr gebührt vor allem eingeschränkten Dank. Sie geht aus dieser Auseinandersetzung zu Recht mit erhobenen Hauptes heraus. Ursachen für die Niederlage sieht man vor allem in der fehlenden Solidarität vieler Politiker, die sich auf die Seite der Unternehmer geschlagen hätten. Auch sei der Kampf von Arbeitern anderer Kruppwerke nur halbherzig unterstützt worden. Ein bitterer Tag war dies heute besonders für Manfred Bruckschen. Er war angetreten, den Stahlstandort zu erhalten. Doch dann konnte er nur noch retten, was zu retten war. Am 19. Mai wird der Krupp-Aufsichtsrat das Schicksal von Rheinhausen besiegeln. Zum Kompromiss von Rheinhausen ein Kommentar. Es spricht Klaus Bednarz vom Westdeutschen Rundfunk. Nun ist Rheinhausen also doch am Ende. Nicht heute, nicht morgen, wohl aber in 2 Jahren. Der heute verkündete Kompromiss, dem die Belegschaft, darauf deutet alles hin, in der nächsten Woche, wenn auch zähneknirschend, zustimmen wird, dieser Kompromiss kann niemandem Freude machen. Nicht der Firma Krupp, die nun länger als beabsichtigt ihre Hütte in Gang halten und rote Zahlen schreiben muss, nicht den Arbeitern, die ihren Ort Rheinhausen auch auf längere Sicht als Stahlstandort erhalten wollten, und auch nicht dem Vermittler Johannes Rau, der nur die Wahl hatte zwischen einer schlechten Lösung und einer ganz schlechten. Dass er es schaffte, die ganz schlechte Lösung, nämlich die sofortige Schließung von Rheinhausen, zu verhindern,
ist allerdings ein, wenn auch schwacher, Silberstreif am sonst so düsteren Horizont dieser Region. Denn mit der jetzigen Lösung ist zumindest Zeit gewonnen. Zeit, um, wie es heißt, Ersatzarbeitsplätze zu schaffen. Doch genau hier liegt das Problem. Für diejenigen, die jetzt auf der Hütte beschäftigt sind, soll Arbeit in den umliegenden Fabriken gefunden werden. Die Älteren sollen vorzeitig in Pension gehen können. Doch was ist mit den jungen Menschen in Rheinhausen, mit der heranwachsenden Generation, die, wie die Generationen ihrer Väter und Vorväter, darauf bauten, ebenfalls bei Krupp Lohn und Brot zu finden? Für sie, so hat es die Firmenleitung zugesagt, sollen neue Arbeitsplätze, eben jene Ersatzarbeitsplätze, geschaffen werden. Doch dies ist zunächst einmal eine Absichtserklärung. Ob sie eingelöst wird, ist alles andere als gewiss. Denn neue Arbeitsplätze kosten Geld und damit, das weiß man in Rheinhausen, steht es bei Krupp nicht gerade zum Besten. Immerhin, mit dem heute verkündeten Kompromiss sind alle Beteiligten Bindungen eingegangen, die zu brechen wohl nur um den Preis neuer, schwerer sozialer Erschütterungen möglich wäre. Viele der Stahlarbeiter von Rheinhausen empfinden den heutigen Kompromiss als Enttäuschung. Sie sind verbittert, resigniert. Das ist verständlich. Doch zur realistischen Einschätzung der Situation gehört die Tatsache, dass selbst die Gewerkschaften insgeheim nicht glaubten, dass Rheinhausen auf lange Sicht zu halten sei. Gemessen an den ursprünglichen Plänen der Konzernleitung, die nach dem Motto Augen zu und durch die Hütte auf brutale Weise binnen kürzester Zeit platt machen wollte, haben die Arbeiter von Rheinhausen einen Erfolg, einen Teilerfolg zumindest errungen. Ihr Widerstand, das hat sich heute gezeigt, war nicht ganz vergebens.